Heute, was geht ab, Leute? Hong hier mit einer neuen Folge Jurassic World Alive. Könnt ihr sehen, ich bin Level 4 geworden. Kurz vor Level 5, fehlen noch 300. EP, kriegt man nur durch Dinos kreieren und Dinos aufleveln. Aber holen wir uns erstmal unseren Bonus ab. Alle 6 Stunden könnt ihr euch euren Bonus abholen. Und der ist abhängig vom Level, den ihr seid. Und ich bin Level 4. Der Inkubator, nicht zu verwechseln mit Pokémon-Inkubatoren. So. Also, jetzt habe ich ein paar Sachen herausgefunden. Heute reden wir über mehrere Sachen. Also, das Geld ist so wie Pokémünzen. Damit kauft man die krassen Sachen. Gold ist bisher vollkommen irrelevant. Du kannst damit deine... Das kostet halt beim Leveln. Beim Hochpushen Gold und das kannst du dann benutzen. Aber ihr seht, ich habe so viel Gold und hochleveln tue ich nicht so viel. Ist auch momentan ein Event, das läuft. Aber für uns ist es ein bisschen irrelevant, weil ich habe nicht vor, da rein zu cashen in das Spiel. Also vorerst nicht. Und hier seht ihr, durch das Event gibt es besondere Angebote zum Reincashen. Das Spiel allgemein ist sehr darauf orientiert, Geld zu machen mit Reincashen und so. Wenn man irgendwie aufsteigt, dann gibt es auch so einmalige Angebote, wo man reincashen kann und so. Also die versuchen ihr Geld zu machen, was verständlich ist. Wahrscheinlich nicht so eine große Firma wie Niantic oder so. Auch Werbung bei den Stops. Mich stört es nicht unbedingt, man kann freiwillig die Werbung schauen, wenn nicht, dann halt nicht. Wie gesagt, das Event läuft momentan. Es gibt jeden Tag einen seltenen Dino, der ist für eine bestimmte Zeit verfügbar. Zum Beispiel der hier ist es heute. Der ist halt nur common, also relativ häufig. Ich habe auch schon 12 DNA davor schon gehabt. Gestern war einer, der war echt selten. Ne, und davor war einer. Also die letzten 2 Tage. Das Event ist in 8 Stunden vorbei. Und ich habe 12 Versuche für den. Bei denen, die seltener sind, hat man zum Beispiel nur 3 Versuche oder 5 oder so, glaube ich. Für den, der ist ja relativ häufig, habe ich 12. Und das passiert auch leider zu oft. Bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Da steht einfach immer Reconnect. So. Haben wir reconnected? Okay. Ja, yeah, so. Ein Dino, den können wir fangen. Schauen wir mal, wie ich mich verbessert habe. Zwecks DNA sammeln mit der Drohne. So. Langsam. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen unter Druck, weil ihr mir zuschaut. Aber läuft bisher ganz gut. So. Und der letzte. Ah, nicht mehr. Okay. Ja, so um die 60 bis 70 mache ich eigentlich immer. Ja, sagen wir 50 bis 70. Es sei denn, wie weiter weg die Dinos sind, desto schwächer ist deine Batterie. Und wie schwächer die Batterie, desto weniger Zeit hast du. So. Das war das. Der ist leider ein bisschen zu weit weg. Man könnte reincashen und dann wird deine Reichweite erhöht und die Batterie. 10 Euro kostet das pro Monat. Das ist echt verführerisch, aber wie gesagt, erstmal kein Interesse. Das ist mein Team momentan. Habe jetzt schon ein paar Dinos entwickelt, gepusht und jetzt ein Team. Und kämpfen, da bin ich auch bereits am Start in der Arena. PvP ist gar nicht so schlecht, aber darüber gehen wir gleich noch. Erstmal schauen wir mein Team hier an. So. Ich könnte wahrscheinlich noch ein paar Sachen austauschen, habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe nur kurz mal drauf geschaut. Ich habe den hier am Start. Der ist ganz okay, nichts Besonderes. Zeige euch mal meine Lieblinge. Das ist mein Liebling. Der ist auch auf Level 9 bereits. Der ist echt solide. Attack ist relativ hoch und eine Menge KP. Und der stunt auch öfters. Den mag ich auch sehr gerne. Weil der kann die Gegner immer stunnen. Hier ist Stunning Impact. Und wenn der die stunt, dann bist du halt einfach nochmal dran. Auch relativ solide KP und eine Menge Damage. Dann, ups, hätte ich nicht machen sollen, hier. Dann der Velociraptor, der ist krank. Der ist halt richtig schnell und zockt echt eine Menge ab, aber steckt halt kaum was ein. Der hier. Dieses Pounce, das ist echt, hier deals mal 2 Damage, echt krank. Das zockt halt über so 1000 ab. Und dadurch, dass er halt sehr schnell ist, darfst du immer als erstes angreifen mit dem und dann machst du einfach 1000. Und ausgehend davon, wie schwach deine Gegner sind, direkt one-hitted. Okay, den mag ich auch sehr gerne, weil der hat eine coole Fähigkeit.
Mit dem kannst du dich dann immer zurückziehen. Und zurückziehen, es gibt sozusagen sowas wie Initiative durch Geschwindigkeit. Und man versucht, man will eigentlich immer Initiative haben, weil dann kann man zuerst angreifen. Und dadurch, dass man die Dinos wechselt, also das zeige ich euch gleich im Kampfsystem. Man kämpft mit 4 Dinos in einem 4er Team, aber sobald 3 sterben, für jedes deiner Dinos, das stirbt, kriegt der Gegner eine Trophäe. Wenn er 3 Trophäen hat, dann hat er gewonnen. Sprich, du willst den Schaden auf deine 4 Dinos verteilen. Aber wenn du wechselst, verlierst du Initiative, darfst nicht zuerst angreifen. Gegner darfst sogar manchmal zweimal angreifen, ausgehend davon, wie schnell er ist. Und er hat halt eine Attacke, mit der greifst du an und dann wechselt er. Dadurch verlierst du nicht die Initiative. Also der gefällt mir richtig gut. Dann haben wir den, der ist solide. Auch nichts allzu Besonderes. Relativ viel KP, relativ viel Attack. Zumindest für meinen Dinos noch. Ich habe ja nicht so viele Klasse. Dann der hat relativ viel Attack. Das ist, glaube ich, einer der höchsten Attacker meines Teams. Und dann den hier. Der hat so verschiedene Sachen. Der hat glaube ich sogar mehr Attack. Der ist auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich habe da noch nicht allzu tief reingeschaut in die Materie. Bisher einfach nur gefangen, kreiert, gepusht, bisschen gekämpft. Und hier können wir noch ein Level oder Evolven entwickeln. So, ihr seht, hier wurden seine Daten erhöht. Und ich bräuchte jetzt 500 DNA wieder. Und Level Up dadurch. Bam. One-Time Offer, da seht ihr es. Für 2,09 € kriegt dieses einmalige Angebot. Und das kommt halt andauernd. Die wollen halt echt nur, dass man reincasht. Aber ich habe kein Interesse daran. So. Was können wir hier noch machen? Die können wir noch leveln. Dann können wir auch noch ein paar Dinos kreieren. Sogar einer meiner ersten Hybriden können wir machen. So. Fertig hier. Den können wir auch noch. So. Entwickeln. Bam. Keiner, der interessant genug ist, um in mein Team zu kommen. Bisher. Dann hier unten. Den können wir kreieren. Ein neuer Dex-Eintrag. 25 von 100 habe ich jetzt. Mit dem 26. Boom, boom. Mal schauen. 1300. Naja. Okay, der ist auch erst Level 1. Okay. Dann können wir diesen Hybriden hier, fusen. Los geht's. DNA. Toll. Fuse. Kann ich das nochmal machen? Ne, ich brauche noch. Ah, okay, ich brauche hier die überschüssige DNA. Von dem hier. Okay. Gut zu wissen. Den? Achso, ne, das war der. Muss ich noch mehr DNA von dem sammeln? Toll. Von dem Dino, Krokodil hätte ich genug DNA. Jetzt muss ich nur von dem anderen da noch ein bisschen DNA sammeln. Die anderen kann ich nicht machen, oder? Nee, kann ich nichts machen. Okay, schade. Ich dachte, ich würde den jetzt bekommen. Eieiei. Naja. So, kurze Unterbrechung. Ich sehe gerade beim Bearbeiten, dass das Video viel zu lang ist. Deswegen teile ich das Video jetzt. Der Teil mit dem Arena-Kämpfen und dem PvP-System seht ihr morgen dann. Jetzt zum Abschluss wollte ich noch das Thema ansprechen. Also, mir gefällt das Spiel. Ich werde es auf jeden Fall jetzt eine Weile spielen, nebenbei. Ich denke einmal die Woche, maximal zweimal die Woche, so am Wochenende. Kommen neue Folgen. Was mir am Spiel gefällt, also die Arena, das Arena-System, PvP. Aber mehr dazu, wie gesagt, morgen. Dann die Reichweite, dass man halt von zu Hause einfach das Spiel anmachen kann und da im Umkreis die Dinos fangen kann. Also die größere Reichweite gefällt mir sehr, sehr gut. Und das Spiel ist halt noch echt neu. Und es hat diese alten Elemente, die Pokémon hatte. Und damit meine ich jetzt eher so technische Schwierigkeiten. Zum Beispiel, wenn ich Bus fahre, Auto fahre oder so, kann ich immer noch die Stops drehen.
und die Dinos fangen. Das konnte man früher bei Pokémon, aber dann haben die es immer weiter verbessert und jetzt geht halt gar nichts mehr. Jetzt gibt es diese ganzen Geschwindigkeitsbeschränkungen und so. Und da kann man halt echt noch, egal wie schnell man fährt, wir waren letztens auf der Autobahn Richtung Ingolstadt für das Event und ich habe die ganze Zeit Dinos gefangen. Im Bus, die ganze Zeit Stops drehen, also das gefällt mir. Das ist halt noch ein bisschen so hinterher ist, sag ich mal. Bestimmt irgendwann wird es wahrscheinlich geupdatet und dann kann man das auch nicht mehr machen. Aber jetzt geht's noch. Oder auch zum Beispiel in der U-Bahn. Wenn ich Pokémon in der U-Bahn anmache oder einfach mit dem Spiel runtergehe, sofort roter Balken, kein GPS-Signal. Wenn ich Jurassic World Alive anmache, kann ich Dinos fangen, kann ich Stops drehen, zumindest welche, die auftauchen, und kann PvP einfach kämpfen. Und deswegen taugt mir das Spiel einfach perfekt nebenbei. Und so Kleinigkeiten, zum Beispiel das mit der DNA. Wie besser man ist, desto mehr DNA kriegt man. Also das ist so ein Aspekt, der gefällt mir auch sehr gut. Weil zum Beispiel, das wäre so, als würde man in Pokémon sagen, wie besser du wirst, fabelhaft und so, desto mehr Bonbons bekommst du. Man kriegt zwar mehr EP, aber das ist nicht so ausschlaggebend. Und vor allem nicht so viel. Aber desto mehr Bonbons kriegt man, indem man besser ist einfach, mehr Skill hat. Das sind so kleine Aspekte, die mir echt gefallen. Keine IV gibt's, also man muss sich auch keine Sorgen um IV machen. Man kann einfach alle pushen. Also hat echt ein paar nette Elemente. Ich kann es euch echt nur empfehlen, so nebenbei. Und es funktioniert noch auf meinem alten iPhone. Das heißt, ich kann das so nebenbei zweite Accounts zocken. Einmal Pokémon hier, einmal Jurassic World Alive hier. Also da werden auf jeden Fall die nächsten paar Wochen, vielleicht Monate noch Videos kommen, solange ich Bock habe auf das Spiel. Weil noch habe ich Bock. Die anderen, paar von den anderen Jungs zocken das auch. Also da werden wir auch mal auf Tour gehen. Oder nebenbei, wenn wir auf Arena-Tour, wieso sage ich immer Arena-Tour? Wenn wir auf Raid-Tour sind, habe ich mein altes iPhone dabei und werde da ein bisschen schauen, was da so geht. Deswegen bleibt dran, schreibt unten in die Kommentare, ob ihr das Spiel auch zockt, wie ihr das findet, was euch an dem Spiel gefällt, was euch an dem Spiel nicht gefällt. Aber das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab und vergesst nicht, Jurassic World Alive ist serious business, möglicherweise.